Ich heiße nicht nur Captain Dark, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Dicken Igel aus Hack. Ja, ja, Mad Eagle Dynasty heute hier. Wir haben beim letzten Mal die Kühe hier angeschafft, den Kuhstall gebaut, das Gehege gebaut, den Typen hier engagiert. Machst du auch was oder guckst du nur? Und in dieser Folge jetzt werden wir die Mine bauen, endlich mal. Und ich hoffe, dass ich auch so viel Produktionspunkte bekomme, dass wir die Küche 2 bauen können. Dann auch endlich Brot backen. Ja, also viel vor diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und damit let's go. Wir sind auch wieder kurz vorm Sommer, ne? Frühjahr ist schon wieder fast vorbei. Ich gehe mal auf die andere Flussseite. Und dann positionieren wir mal die Mine und gucken mal, was wir dafür brauchen für Ressourcen. So, Gebäude, Gewinnung. Hier haben wir die Mine. Ah ja. Was brauche ich dafür alles? Vier Bretter. Ich brauche bestimmt mehr als vier Bretter. Ich hab, glaube ich, noch nie eine Mine gebaut. Soweit war ich immer nie im Singleplayer, dass ich tatsächlich eine Mine gebaut habe. Nehmen wir ein paar Bretter mit und auch ein paar Stämme. Weil ich auch vermute, dass wir Stämme bräuchten. Ja, stimmt. Wir brauchen ja auch Holzstämme. So. Bauarbeiten abgeschlossen. Mine. Jetzt haben wir hier wirklich was ausgeleuchtet. Das ist ja krass. Guck mal, wie tief das hier reingeht, ne? Hier kann man sich echt verlaufen. Eisenader. Hier ist es. Endlich. Eisen. Ist halt tief in der Mine drin, aber hier ist es. Alter, ich verlaufe mich hier. Ich gehe lieber raus. Weiß jetzt schon nicht mehr, wo es zurückgeht. Ich hoffe, ich sehe gleich Licht. Ja, sehr gut. So. Alter, wir können hier 6 Leute einstellen. 6. Das ist krass. Erstmal die 2, die im Grabungsschuppen arbeiten und Kupfer fördern, würde ich hier einstellen. Wie heißt denn das? Bergarbeiter, ne? So. Sortieren wir nach Bergarbeiter. Hier haben wir 2, die haben 6. Stelle ich jetzt erstmal hier ein. Okay. Spitzhacke ist klar. So, und dann gucken wir jetzt mal, was können wir hier alles fördern. Kupfererz, Zinnerz, Eisenerz. Sehr, sehr nice. Dann gehen wir mal voll auf Eisen. Bei alles andere macht keinen Sinn, oder? 27,67 fordern wir jetzt. Mit einer Gesamtgewinnung von 12. Das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel. Hier haben wir nur noch einen drin. Der macht jetzt... Der fördert Steine. Das ist okay. Eigentlich können wir die Grabungsschuppen komplett... wegnehmen. Also... Was heißt nicht wegnehmen? Ich würde die schon hier lassen als Deko. Aber wir können die komplett, wir können hier komplett die Leute rausnehmen. Und hier auch komplett die Arbeit einstellen. Kalkstein. Gucken wir mal. Kalkstein wäre so ein Ding, was wir vielleicht bräuchten. Auf lang und breit. Bräuchten wir vielleicht Kalkstein. Seid bereit. Digga. So. Aber ich gucke gleich mal, wie viel Kalkstein wir haben. So, jetzt haben wir eine Gesamtgewinnung von 21. Jetzt fördern wir 48,84 Eisen pro Tag. Naja. Gucken wir uns mal an. Auf jeden Fall haben wir die jetzt stillgelegt erstmal, ne? Die dürfen auch keine Probleme machen.
Die haben nichts zu tun, es sind keine Arbeiter drin. Und jetzt gucke ich mal, wie viel Kalkstein wir haben. Da können wir vielleicht damit auch nochmal... Oh, wir haben schon ein Eisenerz, das ist schön. Läuft. Kalkstein, 167. Dann gehen wir doch damit jetzt erstmal los. Und verkalksteinern noch alles, was wir zu verkalksteinern haben. Ich weiß nicht, ob ich hier vorne noch was verputzen muss. Ja. Also ich sehe schon, das hier oben. Komm ich nicht ran, muss ich von innen machen. Hier haben wir nur die Front gemacht an dem kleinen Haus, ne? Ja. Da müssen wir auch nochmal reinjieten. Zack. Wird wahrscheinlich nicht reichen, was ich dabei habe. Wie immer. Ja, mir fehlen 2 Kalkstein. Ist das nicht schön? Dann haben wir erstmal alles, außer das da oben. Ne? Und das da oben, das machen wir dann erst, wenn da welche einziehen. Aber, ja. Wir haben erstmal Kalkstein. Ist ja jetzt nicht so, als hätten wir nichts, ne? Und Eisenerz wäre mir jetzt erstmal wichtiger, weil daraus können wir dann eine geile Produktionskette aufbauen mit der Schmiede zusammen, dass wir dann nur noch Eisenwerkzeuge überall haben und das wird super. Können wir noch überlegen, ob wir noch vielleicht noch einen aus dem Dings rausziehen. Aus dem Holzschuppen. Wir haben noch hier Holzfäller. Wer ist denn der krasseste? Jutro Voy mit 8. Arbeite bitte mal für mich in der Mine. So, wie sieht's jetzt aus in der... Warte mal, wo haben wir jetzt die Mine? Da. Jetzt haben wir in der Gesamtfertigkeit Gewinnung 29. Jetzt fördern wir schon fast 70 Eisenerz pro Tag. Yo, das wird auf jeden Fall scheppern. Das brauchen wir so. Und ich sag mal, Holz. Holz ist da. Da brauchen wir erstmal nichts. Also klar brauchen wir da was, aber die Sicht ist immer noch sichergestellt mit einem Typen, der Gewinnung 3 hat. Jetzt haben wir eine richtige Profitruppe in der Mine. Und ich hoffe, die kriegen das vernünftig hin. Naja, wird schon. Erstmal gehen wir in den Sommer. Ist klar. Nee. Du kriegst kein Geld von mir für Spielzeug. So, wir sind im Sommer und es regnet. Toll. Super. Schön. Kirschbaumernte. Als allererstes, denn das macht kein NPC, das macht der Chef noch selbst. Deswegen gehen wir da mal ran und pflücken Kirschen. Kirschkuchen können wir leider noch nicht machen, dafür brauchen wir die Taverne. Also selbst wenn wir jetzt die Küche 2 diese Folge noch freischalten sollten und bauen sollten... Übrigens nochmal ganz kurz in die Technologie reingeguckt. Reingelunzt. Was ist hier los? 1490 Punkte. Uns fehlen noch 10 Punkte. Also die Kirschbäume sind hier schon schön groß, ne? Ich dachte, die wachsen nicht mehr, aber doch. Die sind schon schön. Top. Wären die noch ein Stück größer? Das wäre cool.
Alter, wir haben schon 730 Kirschen. Wir haben echt übertrieben mit Kirschbäumen. Die Reihe müssen wir auch noch, darf ich nicht vergessen. Über 1000 Kirschen schon. Bin überladen mit Kirschen. 1500 Kirschen, geil. Ich lasse mal ein bisschen was im Lebensmittellager und den Rest verkaufen wir. Wir haben gerade 6 Probleme in der Verwaltung. Warum? Was ist hier los? Die Fischerhütte, ja. Schweinestall muss repariert werden, Küche muss repariert werden, Küche hat keinen Mitarbeiter. Schmiede hat auch nur noch einen Mitarbeiter. Ungünstig, ungünstig. Haben wir neue Leute, die frei sind? Natürlich nicht. Aber wir haben neue Kinder. Wir haben 4 neue Kinder. Oh. Dadurch auch 4 neue Mütter. Ich sag euch, wie es ist. Wir brauchen neue Angestellte. Wir müssen nochmal den Katalog aufschlagen, ein paar Bräute raussuchen. Das geht so nicht. Ich weiß nicht, wen ich... Also es ist niemand abkömmlich, der Produktion hat, ne? Deswegen brauchen wir für die Küche jetzt wieder einen völlig neuen Dude. Oder eine Dudette. Mal hier, pass auf. 300 Kirschen dürft ihr haben. Dürft ihr euch mal reinschmatzern. Gönne ich euch. Den Rest verkaufen wir. Und wo ist mein Horse? My horse is amazing. Kennt ihr das noch? Look at my horse is amazing. Nee, look at my horse and give it a lick, ne? Irgendwie so, keine Ahnung. Ihr googelt's nicht, ihr kriegt einen krassen Ohrwurm. Alter, was ist denn mit mir los? Warum habe ich so kurze Beine? Ihr kriegt einen krassen Ohrwurm und ich will dafür nicht verantwortlich sein. Ich hab ihn jetzt, merke ich gerade, ich habe schon wieder den Ohrwurm. So, ein Pferd können wir verkaufen. Ah, du, dich wollte ich verkaufen, ne? Weil wir haben ja jetzt den Hengst und die Stute. Das heißt, dich können wir verkaufen. So, überhaupt mal kurz in die Tierverwaltung reingucken. Wir haben wieder ein Ferkel, ein weibliches, schön. 20 Schafe mittlerweile, 6 Rinder. Ja, 4 Pferde. Ein Hengst ist jetzt 3,75 Jahre alt. Der wird verkauft. Ja, richtiges Pferd verkauft. Alter, was wollt ihr alle hier drüben? Okay, wir reiten nach Pasdovia, der Stadt. Und da schaue ich dann mal, ob wir mit der Dynastie, die wir haben, mindestens einen neuen kriegen, der Produktion in drei hat, ne? Oh, okay. Über den Pferdewagen drüber gesprungen. Beziehungsweise teilweise noch drauf und dann drüber. Nee, du hast nichts zu verkaufen. Du. Ich glaube ja. Ja. How do you do? Du darfst meine Kirschen kaufen. Aha. Du nimmst also nicht alle. Hätte mich auch gewundert. Meine Kirschen sind nämlich kostbar. So. How is life treating you? Auf meine Kirschen. The price is so. See you soon. How is life treating you? Und du bitte auch. Haben wir wieder 8000 Moneten. Schön.
die Probleme, die wir links oben haben, ist das meiste alles nur durch die Küche. Also Küche müssen wir jetzt irgendwie fixen. Und eigentlich wäre es auch gut, wenn wir die Schmiede auch fixen. Aber da ist jetzt nur einer. Hat hier jemand drei in... Ja, die du hier, ne? So, du bist 20. Möchtest du bei mir mitmachen? Sehr gut. Sehr gut. Dann bitte ziehen Sie in... Das ist das untere, das ist das obere, ne? Erstmal das untere. Das obere haben wir noch nicht verputzt. Und bitte in die Küche. Danke. Ich hoffe, der gefällt's da. So. We'll work for food and water and some firewood and a roof over my head, of course. Damn. Am I too demanding? Nummer 3. Was ist mit dir? Du hast nirgends eine 3. Ich reite nochmal nach. Wie heißt das Kaff? Ostoja. Aber guck mal oben. Wir haben nur noch 3 Probleme. Also, die Hälfte unserer Probleme waren jetzt nur wegen der Küche. Weil halt niemand zugewiesen war für. Wir müssen jetzt auch irgendwann, wenn wir jetzt, ich sag mal, ich warte den Tag noch ab mit der Mine, dass die schön Eisen farmen können. Und wenn wir so über 100 Eisen haben, würde ich sagen, stellen wir die Schmiede neu ein. Dass da dann vorrangig Eisenwerkzeug produziert wird. Auch hier attraktiver Punkt für Wegelagerer. Also überhaupt, Ostoja wird sehr oft belagert, finde ich. Also gerade da oben, wenn wir so durch den Hügel da oben gehen, ist ja oft auch da ein Lager, dass dann da irgendwie so ein umgekippter Karren im Weg steht. Und wenn man da dann hält, wenn man den untersuchen möchte, wird man schon beschossen. Das ist übrigens eine sehr schöne Taktik, also hätte von mir sein können. So, hier haben wir einen Dude. Du hast auch eine 3. Schön. Ich bin dabei, eine Siedlung aufzubauen. Großartig, wir sehen uns dort. Wie alt warst du nochmal gleich? 28. 28, das könnte... Aber wir müssen das jetzt machen. Irgendwann müssen wir das tauschen? Naja, nee. Können wir auch nicht machen. Egal, komm. Das ist jetzt ein Pärchen. Ich denke halt nur darüber nach, dass der Altersunterschied zwischen den beiden, sie ist 20 und er ist 28, einfach zu groß ist und die werden kein Kind bekommen. Aber dann ist es halt so. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Weil ist wahrscheinlich dann, die leben eine sehr moderne Beziehung ohne Kind. Sagen sie sich, brauchen wir nicht. Es gibt schon genug. Es gibt schon fast 10 Milliarden Menschen auf der Welt, ja. Also muss jetzt nicht auch noch von uns einer sein. Finde ich gut, wie ihr das macht. Top. Was mache ich jetzt? Ich gehe zurück zur Siedlung. Gucken wir erstmal an, was wir noch machen können. Gucken wir auch an, wie jetzt die Landwirtschaft gerade aussieht. Ob da noch alles passt. Weil, wenn ich jetzt mir in die Verwaltung mal reinlunse. Nahrungsschuppen ist leer, Brunnen ist leer, ja. Holzschuppen 1 von 2, 2 von 2, auch wie vorher. Kräuterhütte, ja. Mine 5 von 6, schön. Hütte 1 von 2, Jagdhütte 2 von 4. Feldschuppen 4 von 4, okay. Können wir vielleicht noch einen rausnehmen. 4 sind ein bisschen viel. Bolemira. Was kann denn Bolemira? Sie hat ja alles drei.
Sie hat ja alles drei. Warum machst du denn Landwirtin? Schwierig. Ich glaube, ich setze sie mal in die Fischerhütte. Da haben wir nämlich jemanden, der hat... Ah, drei in Gewinnung. Adelina hat drei in Gewinnung und nur zwei beim Fischen. Jetzt ersetzen wir die mit jemandem, der drei in Fischen hat. Und nehmen uns dann die Adelina zur Brust und setzen die noch in den einen Holzfäller rein. Wunderbärchen. So, wenn man ein bisschen schiebt, dann kriegt man das auch hin. Und ich wette mit euch, weil die halt nur in dem einen Wert drei hat in Gewinnung, dass sie das ganz gut und sehr gern macht. Und dass die da auch leveln wird. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist, glaube ich, ihr Traumjob. Also, oder zumindest das, was sie am liebsten im Dorf machen würde. Schön Holz hacken. 29 Eisenerz. Nehme ich mir erstmal. Brenne daraus Barren in der Hoffnung, dass wir vielleicht, wenn ich jetzt ein bisschen das Eisenerz verarbeite, noch die Produktionspunkte bekomme, um die Küche 2 zu machen. So. Wie sieht es denn hier aus mit Eisenwerkzeugen? Eigentlich alles freischalten. Ah, können wir noch gar nicht. Eisenhammer können wir nicht freischalten. Eisenaxt können wir nicht freischalten. Eisenspitzhacke können wir nicht freischalten. Nicht genug Produktion. Ihr wollt mich doch verarschen. Wir können nichts freischalten. Nichts. WTF, was mache ich denn jetzt mit dem Eisen? Eisensperr, alles... braucht Produktion 5000. Technologie. Produktionstechnik. 5000. Schmiede 3. Das ist dumm. Wisst ihr, was wir da machen können? Wir können nur Barren aus den Eisenerz herstellen. Für wie viel verkaufen wir denn so einen Barren? Für etwa 30 Münzen. Das ist nicht gut. Da fehlen uns tatsächlich Technologiepunkte. Und das... Da fehlen uns richtig viele Technologiepunkte. Warum machen wir so wenig Produktionstechnik? Wir haben eine Näherei, wir haben eine Küche aktiv. Wir haben eine Schmiede aktiv. Tja. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie pumpt ihr Produktionstechnikpunkte? Was muss ich tun? Um da wirklich ein bisschen mehr zu machen. Muss ich tatsächlich vielleicht eventuell hier noch Handwerker einstellen, die hier arbeiten? Klar, aber also... Wenn ich das jetzt so beobachte, machen wir aber mit den Werkstätten, die wir bis jetzt haben, so also Küche, Schmiede und Näherei, gar nicht so viele Punkte. Wenn ich die jetzt auch noch, wenn ich hier auch noch zwei reinsetze, macht das, glaube ich, den Unterschied jetzt nicht den großen. Ich weiß, wenn hier dauernd Ressourcen drin wären, würde das, glaube ich, auch mehr Punkte machen. Also, Schafe müssen groß werden und, ja, wir brauchen wieder Flachs, ne? Wird aber gerade geerntet.
Schön. Aber ich habe keinen Place mehr. Kein Platz. Wir müssen es auf der anderen Seite des Flusses noch. Dass ich da so einen schmalen Streifen Flachs hinsetze. Puh. Weil das ist ja durchgängig immer so, dass das Problem da ist, dass in der Näherei kein Material ist. Das ist immer so. Kanuta, du machst einen sehr guten Job. Is anything troubling you, my dear? Können wir noch ein bisschen Romantik machen? Ich kann nur Zuneigung gewinnen, indem ich ihr was schenke. Okay. Also irgendwann muss ich auch was schenken, sonst verliert sie das Interesse an mir. Ja. Naja, wir können ja jetzt erstmal den Flachs dann nutzen. Dünger auf 100% brauchen wir auch nicht. Das macht keinen Sinn. Machen wir mal 30% Dünger. Und sagen wir, dass die dreschen können, schon die ganze Zeit eigentlich. Okay. Dann dreschen die hier schon mal den Flachs, dann kriegen wir kontinuierlich Flachshalme rein, die dann in der Dings... Alter, 8 Probleme. Was ist schon wieder los? Hat kein Material, Näherei hat kein Material. Küche muss repariert werden. Ja, komm. Machen wir mal zuerst. Küche muss repaired werden. Was muss noch repaired werden? Schweinestall. Okay, also Stöcker und Stroh. Achso, wir haben jetzt so viele Probleme, weil in der Scheune einfach kein Material ist. Ach so. Fleisch mit Soße, gebratenes Fleisch haben wir kein Material. Ich muss erstmal Fleisch gebraten werden, verstehe. Ach so, jetzt haben wir natürlich die Probleme gesteckt, weil in der Scheune einfach kein Material zum Dreschen ist. Aber das sollte sich jetzt demnächst noch ändern. Wir werden hier noch Weizen abbauen und so. Ja. Easy. Aber so wie ich es jetzt eingestellt habe, dürfte ich eigentlich nichts mehr selber dreschen müssen. Es dürfte eigentlich jetzt automatisch funktionieren alles. Und vielleicht hat dann irgendwann im Winter oder so, haben die dann halt für alles noch Material. Dass sich das Problem so ein bisschen in Wohlgefallen auflöst. Wenn ich jetzt hier noch ein Feld hinsetzen würde. Wie würde das dann aussehen? Auf jeden Fall sehr lang. Aber, also so könnten wir nochmal Flachs anbauen. Feld 8. Ich mache jetzt einfach meine Verwaltung, sage jetzt einfach mal... Baut da bitte Flachs an. 75 Einheiten Flachs. Flachs 2. Bestätigen. Ja. Macht mal bitte. Mal gucken, dass hier drüben kein Bär zu uns kommt. Und unseren Flachs begutachten möchte. Aber an sich. Hier mal Flachs an, bitte. Ich noch ein kleines Zäunchen. Mache ich mal diesmal den niedrigen Stockzaun.
Der ist auch ganz hübsch. Vielleicht habe ich noch genug Stöcke dafür. Das sieht gut aus. Zwei Stock pro Sound-Element. Das sollte ich haben. Ja, easy peasy. So. Ist schon mal das Feld abgesteckt. Jetzt müssen die das nur noch umgraben. Aber das machen die schon irgendwann. Wenn die hier mit dem anderen Bums fertig sind. Ne? Hier wird ja erstmal geerntet. Oh ja, die Küche 2 wurde freigeschaltet. Sehr gut. Dann graden wir die Küche erstmal gleich ab. Das war kompletter Quatsch, dass wir die repariert haben. Produktion. Küche 2. Vielleicht können wir dann auch 2 Leute einstellen. Holzstämme und Bretter, ne? So, Bauarbeiten Küche 2 abgeschlossen. Ja, da können wir jetzt 2 einstellen, ne? Natürlich die Frage jetzt haben wir keinen mehr. Höchstens die Holzfällerin. Die eine. Die Näherin levelt auch sehr, sehr gut. Ja, ich nehme die eine Holzfällerin raus. Die darf jetzt hier noch als Köchin arbeiten. Viel Spaß! Achso, müssen wir die neuen... nee, müssen wir nicht einstellen. Ist alles noch drin. Okay, sehr gut. Küche. Ja, jetzt können wir endlich mal Brote backen und so. Brot. Mehr Kornbrot. Die da drin ist. Haferkorn, Weizenkorn, Roggenkorn. Einmal mit Wasser, 2 Eiermehl. Weizenbrot. Ich glaube, ich backe ein paar Weizenbrote. Weizenkorn, Mehl, einmal mit Wasser und 2 Eier. Jetzt geht mal komplett weg hier von gebratenem Fleisch und so einem Müll. Kohlsuppe können wir behalten. Fleisch mit Soße auch weg. Brauchen wir nicht mehr. Vielleicht machen wir das später nochmal. Weizenbrot. Immer 40% auf Weizenbrot. Und dann können wir hier mit Fleisch und Soße noch ein bisschen was mitmachen. Ja. Sehr gut. Wir haben Mehl. Wir müssten jetzt auch demnächst Weizen wieder abbauen. Das musste gedrescht werden. Das dürfte eigentlich alles laufen. Ich guck mal, wie viel Weizenkorn wir jetzt sonst noch so haben. An Reserve, um das Weizenbrot zu backen. Ja, da haben wir noch einiges. Eimer mit Wasser müssten wir haben. Und Eier, ne? Eimer mit Milch haben wir auf jeden Fall schon. Das ist gut. Eimer mit saurer Milch. Ich hol mal noch ein paar Eimer mit Wasser. Weil das schon wieder ziemlich zur Neige geht. Wo haben wir hier die Eimer? Hier. Die 15 Stück mache ich mal voll mit Wasser.
Jetzt können wir langsam überlegen. Langsam können wir überlegen, jemanden in den Brunnen einzustellen. Fühle ich zwar noch nicht so ganz, aber langsam könnte da die Produktionskette noch geschlossen werden. Hier vorne schon jemand angefangen umzugraben? Nee, noch nicht. Naja, das machen die schon noch. So, wollen wir hier mal den Eingang zur Mine markieren, so ein bisschen? Ja, schön. Holzstamm und Stock, das kriegen wir hin. Eigentlich brauche ich nur Stöcker. So, hier geht's jetzt zu Hino. Und ich muss was trinken. Das Wetter ist scheiße, ey. Ich geh erstmal schlafen. Ah, ich habe hier Kirschen vergessen. Oder? Nee, habe ich geerntet. Okay. Wir haben echt viele Kinder. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 Kinder. Nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Irgendwann könnten wir theoretisch den Platz hier noch ausnutzen, um darauf ein Grundstück zu platzieren. Sometimes I start to wonder what life in other villages is. Wenn wir mehr Mitarbeiter brauchen, hier drüben ist theoretisch auch noch ein Baugrundstück. Das hier. Ja. Ja, ich check so ein bisschen gerade die Option ab. Wenn wir wirklich noch wachsen sollten. Da oben können wir noch wachsen, klar. Da müssen wir mal gucken, ob der Hopfen jetzt im Sommer reif ist oder erst im Herbst. Da habe ich noch, Hopfenpflanzen, ne? Das machen wir in der nächsten Folge. Dass ich mich nochmal um den Hopfen kümmere. Nochmal Pflanzen hole, nochmal Pflanzen besetze da oben. Ja, wir haben diese Folge schön die Mine gebaut. Wir haben etliche Leute eingestellt. Das erste Eisenerz wird gefarmt. Ist natürlich sehr, sehr schade, dass ich noch gar nicht mal die Hälfte an Produktionstechnik habe, um tatsächlich Eisenwerkzeuge zu herzustellen. Das ist sehr, sehr schade. Werden wir noch ein bisschen was spielen müssen. Und wir haben die Küche gebaut. Wir können endlich Brot backen. Das ist gut. Ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge mit Eagle Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht, den Like unter das Video zu setzen und vielleicht auch einen Kommentar zu schreiben. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.